100 verschiedene Autos versus Stormtrooper aus Star Wars. Wer wird gewinnen? Er sieht auf jeden Fall echt richtig, richtig böse aus, Leute. Aber man ist ja immer so in Gedanken daran, dass die halt relativ schlechtes Aiming haben. Aber der hat ja gerade den Bus gerade fast komplett zersägt. Aber der Bus hat ja übertrieben viel Schaden direkt gemacht, Leute. Oh mein Gott. Okay, also dafür könnt ihr auf jeden Fall direkt schon mal gerne ein Like da lassen, Leute. Lass uns heute mal probieren, die 2000 Likes zu schaffen. Und dann werden wir auf jeden Fall mal auch wieder die nächsten Tage GTA 5 bringen, Freunde. Wenn ihr auf jeden Fall GTA 5 sehen wollt, oh Gott, das arme Auto, dann, Leute, wisst ihr auf jeden Fall, was zu tun ist, ne? Okay, jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit dem Postauto. Mal gucken, ob der Sturmtruppler besiegt werden kann oder ob das Ding halt einfach so ein krasses, oh mein Gott, so ein krasser Charakter ist, den man einfach nicht schlagen kann, Leute. Aber ich bin auf jeden Fall echt selber sehr, sehr gespannt, ne? Ich meine, man kann halt sehen, man muss halt irgendwie nur probieren, irgendwie seine Waffe oder so kaputt zu machen. So, jetzt geht's hier weiter mit dem krassen Feuerbus, Freunde. Uiuiuiui, also der sieht auf jeden Fall auch echt richtig... Oh nein, vorsichtig, Alter! Der schießt komplett durch, aber er geht hier direkt... Was? Leute, der macht schon die halbe Waffe kaputt, ne? Dass er gefühlt schon gar nicht mehr schießen kann, Leute. Ich meine, wenn das passiert ist, dann ist er auf jeden Fall gefühlt ja easy aufzuhalten, aber... Auch hier geht er jetzt gerade rein in die Explosion, Leute. Da kannst du natürlich nichts machen, ne? Da kannst du nichts machen. Da ist auch der Bus, wie man ihn sehen kann, dann trotzdem kaputt. So, jetzt geht's hier weiter, Leute, mit anscheinend dem Bagger. Das heißt, direkt schon mal ein richtig großes Fahrzeug. Und ob der vielleicht den Sturmtruppler direkt schon aufhalten kann? Ich meine, das wäre voll cool, wenn wir einfach so nach 3 Minuten schon so ein Ding aufhalten können. Aber er macht sogar anscheinend hier gerade die Schaufel ab, Freunde. Oh, er macht aber, Leute, wichtigen Schadensrat. Also bis jetzt hat, glaube ich, jedes Mal... Alter! Was, Leute? Der wurde gerade gefühlt ausgekackt, wie das gerade aussah. Aber der hat gerade richtig wichtigen Schaden gemacht, ne? Ohne Spaß, Freunde. Es war aber jetzt gerade jedes Mal so, dass das quasi, also dass er quasi getroffen wurde. Also der wird auf jeden Fall, glaube ich, nicht lange überleben, wenn wir das jetzt jedes Mal wieder so machen, ne? So, jetzt kommt schon hier mit dem Eiswagen. Ich reagiere gerade übrigens auf das Video von Stringy, Freunde. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt wurde gerade sogar der Eiswagen geholt, ne? Mann, der arme Eiswagen, Leute. Aber kann er jetzt vielleicht sogar jetzt hier gerettet werden von dem Baggerfahrzeug? Oh, es sieht auf jeden Fall echt nicht schlecht aus, muss ich sagen, das Ding jetzt hier. Und kann jetzt irgendwie, ah nein, er macht gerade trotzdem, ja, er haut gerade wieder richtig Schaden rein, Freunde. Eieiei. Und ja, da fällt der Bagger nach unten, Leute. Da machst du nichts, da kannst du nichts machen. Da ist er einfach nach unten gefallen und, oh, jetzt geht's ja weiter mit dem, oh, mit dem, aber er wird auch direkt da geholt mit dem Sportwagen. Also jetzt ist er anscheinend der Sturmtruppler gerade ein bisschen aggressiver geworden, ne? So, komm schon jetzt hier, Polizei. Wir müssen ihn aufhalten. Sturmtruppler muss auf jeden Fall aufgehalten werden. Und wichtig, Freunde, richtig wichtig, auf jeden Fall jetzt hier gerade durch die Brust geflogen. Alter Schwede. Das war gerade sehr, sehr heftiger Schaden, Leute. Muss man auf jeden Fall schon so gesagt haben. Das sah echt sehr heftig aus. Und der wird auf jeden Fall, ja, ich glaube, der wurde auf jeden Fall aufgehalten. Okay, jetzt geht's ja weiter mit einem krassen Bus. Oha, okay. Oh nein, 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 der Bus. Der Bus wird, glaube ich, komplett... Nein, er wird locker leicht draufgehen, wenn er jetzt... Ja, und er hat den einfach... Ey, Leute, ohne Spaß, der Sturmtruppler hat echt ein richtig gutes Aiming, ne? Das muss man den schon lassen. Das hat auf jeden Fall echt gut drauf. Aber jetzt haben wir auch den Panzer jetzt hier am Start, Freunde. Ha! Der Panzer muss jetzt erstmal ganz kurz... Oh, nein, nein, nein. Den Bus kaputt machen, Leute. Müssen auf jeden Fall Platz für neue Fahrzeuge ist. Deswegen ganz kurz mal den Bus jetzt hier runterschießen. Ja, wieder wichtig hier. Einmal schön gegenschießen, Freunde. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. So, nochmal einmal ganz kurz hier links zur Seite fahren. Und, oh, trifft er ihn nochmal? Oh ja, er trifft. Oh mein Gott, er macht das ordentlich, Leute. Er schießt jetzt gefühlt den ganzen Sturmtruppler mit dem Panzer kaputt, ne? Der wird ja nichts machen können. Also gut, er hat natürlich ein bisschen diesen Schutz, dass halt diese Rampe davor ist, dass er halt nicht so guten Winkel dann hat. Aber, oh, Leute. Oh mein Gott. Was? Was? Der schießt durch den Panzer durch? Leute, der schießt einfach durch den Panzer durch. Was ist das für ein krasser Sturmtruppler? Der hat den ja gerade fast komplett auseinandergenommen, Leute. Uiuiui, okay. Jetzt müssen wir, pass auf, jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Oh, 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 okay. Eieiei, okay, also das war, oh, 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 ordentlicher Schaden. Das ist hier gerade sehr, sehr heftiger Schaden, Leute, mit diesem LKW gerade nochmal gemacht. Das war auf jeden Fall ganz wichtig jetzt hier gerade, ne? Okay, jetzt geht's ja weiter mit einem krassen Militärfahrzeug, Freunde. Und zwar ein deutsches Militärfahrzeug. Und das hat auf jeden Fall, nein, Explosionen hinten, die man nutzen kann. Aber er hat es direkt abgeschossen, Leute, ohne Spaß. Da war das Sturmtruppler anscheinend einfach gerade zu heftig, ne? Mal gucken, was haben wir jetzt hier am Start? Irgend so ein News-Auto oder sowas, ne? Okay, jetzt komm. Jetzt komm. Also ist natürlich hier ganz viel Krümpel im Weg, ne? Ah, aber er fährt doch rein. Seht ihr das? Er fliegt doch rein, Leute. Das war auf jeden Fall gerade ganz, ganz wichtig. Ist noch reingeflogen. Was ist das jetzt hier?
Also ein Auto mit so einem Elektronending. Oh, was? Nein! Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also das auf jeden Fall. Das ist jetzt gerade ganz, ganz schwierig, Leute. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber der wurde jetzt auch hier schon wieder geholt. Das ist natürlich belastend. Jetzt hier, Leute, dicker Monster Truck jetzt hier am Start. Oh, wichtiger Drift. Wichtiger Drift. Oh nein. Das war wohl doch nicht so wichtig, wie es ausschaut. Ah, der wird aber, aua. Der wird trotzdem geholt, ne? Ey, der wird einfach vom Sturmtruppler geholt, Leute. Und ich muss auch sagen, wenn ich schon jetzt wieder so mit den Autos sehe, kriege ich auf jeden Fall schon wieder richtig Bock auf GTA 5, ne? Also wenn ihr wirklich GTA 5 wieder sehen wollt, dann bringe ich das auf jeden Fall. Ja, wichtig. Ganz wichtig, Leute. Uiuiuiui, das war auf jeden Fall echt richtig heftig, wie jetzt hier gerade mal den Schaden gemacht hat. Und nein, 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 vorsichtig. Aber bitte nicht nochmal schießen. Er hat ganz viel Holz hinten drauf. Bitte nicht nochmal schießen. Er schießt, er schießt. Er hört nicht auf, er hört nicht auf. Er macht einfach, was, das komplette Fahrzeug. Jetzt steht es aber voll im Weg, oder? Leute, ich glaube, es steht jetzt voll im Weg, das Fahrzeug. Also jetzt das, oh, jetzt muss er auf die heftigen Dinger gehen, Leute. Auf den Panzer quasi. Was? Warum schießt er jetzt die eigenen Fahrzeuge kaputt? So, jetzt hier erstmal schön einmal ganz kurz das Ding wegmachen. Oh mein Gott, wie das ausschaut, ne? Das sieht ja zu krass aus, Freunde. Hier, zack, 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 Explosion. Ey, das sieht zu wild aus, Leute. Das sieht echt zu krass aus. Also jetzt hier macht er jetzt gerade richtig, richtig dicken Schaden. Und, ja, schießt mal weiter rauf. Schießt auch nicht weiter rauf. Ganz, ganz wichtig auf jeden Fall, hier schön weiter rauf zu schießen. So, und dann bam, 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 auf den Sturmtruppler. Und bam, 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 wieder auf... Alter, Leute, ohne Spaß. Der wird, ich sag euch, der wird nicht lange halten. Der wird das nicht lange machen. Und, ja, nein, 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 nein. Nein, 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 oh mein Gott, aber das Fahrzeug fliegt trotzdem auf den Sturmtruppler rauf, das ist auf jeden Fall gerade das Wichtige, dass halt wenigstens das passiert. Und, was ist das hier für ein LKW? Oha, warum ist der LKW so schnell? Yo, was? Okay, also jetzt ist er auf jeden Fall fast komplett K.O., Leute, der Sturmtruppler. Also, wenn man jetzt den, also ich glaube, der sollte es auf jeden Fall jetzt nicht mehr lange machen. Also, der ist jetzt, glaube ich, oh mein Gott, der brennt ja sogar, Leute. Der ist ja sogar einfach am Brennen. Oh Gott, der wird, ey, der wird nicht lange überleben, Leute. Oh mein Gott, und noch ein Loch einfach reingemacht, Leute, hier in die Brust. Holy moly, ich glaub's ja nicht. Alter Schwede, okay, das ist auf jeden Fall jetzt schon richtig ordentlich. Und, was ist jetzt das hier für ein Ding? Das ist auch ein ganz, ganz, ah nein, vorsichtig. Oh mein Gott, Leute, wie er da richtig reinschießt, ne? Aber, wichtig, vielleicht trifft er ihn, er trifft ihn am Kopf. Oh mein Gott, das fällt einfach ein Stück von seiner Maske ab. Yo, was? Das war jetzt gerade ganz, ganz wichtig, Leute. Das Fahrzeug aber auch komplett kaputt und wird sogar nochmal abgeschossen von dem. Was? Der wird einfach nochmal von dem abgeschossen, Leute. Was hat er jetzt hier am Start? Auch ein, ich glaube, echt ein Fahrzeug, was auf jeden Fall gut Meter macht. Was? Warum macht das ein Backflip? Hä, was ist das denn? Oh mein Gott, als ob es jetzt direkt in sein Gesicht reingeht, Leute. Und zack, in seinen Helm rein. Was? Oh mein Gott, das war jetzt gerade ganz, ganz heftiger Schaden an den Sturmtruppler, Leute. Oh mein Gott, warum hat der einmal einen Backflip gerade gemacht, das Ding? Das sah jetzt gerade irgendwie richtig, richtig heftig aus, ne? Hey, was war denn gerade da? Guck mal jetzt hier, einfach Headshot, Leute. Ey, der Sturmtruppler wird es doch locker jetzt nicht mehr lange aushalten, ne? Und auch schon die Waffe ist kaputt gegangen, die ist auch jetzt am Brennen, Leute. Das heißt, er kann anscheinend jetzt gerade auch nicht mehr schießen. Uiuiui, also der wird jetzt hier vernichtet, Leute. Der wird jetzt hier vernichtet mit einem richtig, richtig krassen... Wow! Und somit wurde jetzt gerade alles gesehen, Leute, der Sturmtruppler... Fällt jetzt, glaube ich, gerade um, ne? Fällt er? Ja, und er fällt nach vorne. Er hat das Gleichgewicht verloren. Und er fällt nach vorne und geht komplett kaputt, Leute. Oh mein Gott. Das war es auf jeden Fall von dem Sturmtruppler. Wenn ihr von noch mehr sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und checkt jetzt die bei mir aus. Ciao, ciao.